Bei Schneefall am 8. März 2023 habe ich noch einmal eine spätwinterliche Wanderung gemacht. Besser gesagt, ein verlängerter Spaziergang. Angefangen habe ich an der Kirche in Bürkungen, vorbei am Siechen, hinauf zur Kapelle Bürkungen, dem Dünkreuz, durch den Wald in Richtung Kalmerode zum Dachsborn, am Kalmeröder Sportplatz entlang wieder zurück an Beinrode vorbei in Richtung Bürkungen. Vorbei ging es noch am Bürkinger Sportplatz, dem Förderzentrum und dem Kindergarten. Ab der Kirche gehe ich durch eine Gasse in Richtung der Bürkinger Festhalle, dem Siechen, und von dort geht es dann weiter in Richtung Friedhof. Bevor ich aber zum Friedhof komme, komme ich hier noch an einem Wetterkreuz vorbei und dann geht es hinunter zum Kriegerdenkmal und dann den Stationsweg hinauf. Für den 8. März war es doch relativ außergewöhnlich, dass wir noch einmal solch eine geschlossene Schneedecke hatten, und heute hat es auch während meines Spaziergangs die ganze Zeit geschneit. Es ging nun am Ölgarten vorbei und unter ein paar schneebedeckten Sträuchern hindurch bis zur Bürkinger Kapelle. Hier oben liegt dann auch etwas mehr Schnee wie unten im Dorf und ich schätze schon einmal, dass es so eine 15 cm starke Schneedecke ist. Vor einigen Tagen war ich schon mit dem Fahrrad unterwegs und man kann gar nicht glauben, dass heute auf einmal die ganze Landschaft hier wieder komplett in Weiß gehüllt ist. Der Haselnussstrauch ist der einzigste Farbtupfer hier in der Landschaft. Oberhalb des Trinkwasserbehälters von Leinefelde gehe ich hier durch den Schnee in Richtung der neuen Umgehungsstraße von Kalmerode. Es ist auch kein Nebel, der hier die Sicht so beeinträchtigt, sondern der doch relativ starke Schneefall. Nun komme ich auch gleich an einer Brücke der neuen Umgehungsstraße B247 an. Die Bundesstraße ist an diesem Tage gut geräumt und gestreut, so dass sie frei befahrbar ist. Einige Meter weiter geht es dann an dem neuen Dünkreuz vorbei. Kurz vor dem Wald steht dann noch eine Jagdhütte und ich setze dann meinen Spaziergang in Richtung Kalmerode für heute weiter fort. Wenn ich den Schnee hier so auf den Bäumen liegen sehe, so glaube ich, dass es für diesen Winter die Rekordhöhe war. Denn im letzten Dezember lag ja auch schon einmal etwas Schnee, aber da war es doch ein ganzes Teil weniger. Als ich in der letzten Woche einmal in den Wäldern zum Wandern und Spazierengehen unterwegs war, so hörte man schon überall die Vögel zwitschern und pfeifen. Heute war es mit einmal überall totenstill. Bis zu einer Waldschenke bin ich diesem Weg am Ende des Waldes noch gefolgt und dann bin ich rechts in den Wald wieder abgebogen. Da ich auch nicht ganz bis nach Kalmerode wollte, bin ich nun auf einem schmalen Pfad hier den Weg gefolgt. Der Weg zum Dachsborn, den ich früher von Bürkungen aus immer gegangen bin, ist ja jetzt durch die neue Umgehungsstraße nicht mehr so möglich. Also ging es hier etwas durchs schneebedeckte Dickicht, bis ich weiter unten wieder einen etwas breiteren Weg gefunden habe. Hier ging es nun noch einmal ein kleines Stück etwas steiler bergab. Und dann kam ich aber auch schon hier am Dachsborn bei Kalmerode an. Das Wasser der Dachsbornquelle fließt hier, denn es sind ja nur so knapp um die 0 Grad herum. Aber zum Hinsetzen ist es eben nicht geeignet, denn alle Sitzplätze sind zugeschneit. Anschließend folge ich nun dem Wanderweg aus dem Wald heraus
und kann dann von hier oben von der Waldlichtung bis hinunter zum Kalmeröder Sportplatz schauen. Links sehe ich dann hier Kalmerode und ich gehe nun erst einmal über die Wiese hinweg bis hinunter zum Radweg. Wenn ich zurückschaue, sehe ich noch einmal meine Fußspuren im Schnee und nun bin ich auch schon am Rastplatz hier am Radweg angekommen. In Richtung Beinrode setze ich nun auf dem Radweg heute meinen winterlichen Spaziergang fort. Einige hundert Meter weiter geht es dann auch schon am Gut Beinrode vorbei. Und dann komme ich auch bald vorne an dem Radweg, der hinüber nach Birkungen führt, an. So anderthalb Kilometer Weg werden nun vor mir liegen und ich stapfe nun auf diesem Weg durch den Schnee entlang. Es geht nun wieder unter der Umgehungsstraße hindurch und auf der Weide stehen hier ganz verdutzt die Pferde im Schnee. Vorbei geht es nun an der Sportanlage Klei der SG 07 Birkungen und dann gehe ich durch das Industriegebiet erst einmal in Richtung Bahnübergang. Bis vor zur Landstraße geht es nun durch das Industriegebiet, biege dann rechts ab über den Bahnübergang hinweg und komme dann in Birkungen an. An der Förderschule und dem Kindergarten endet dann für mich heute ein spätwinterlicher Spaziergang im Schnee.